Hallo und willkommen zu Patricks Vlog. Heute mal aus der City. Ich bin gerade vor der alten Post. Saargalerie, Europagalerie, keine Ahnung, was sie draus gemacht haben. So, heute geht es nach längerer Pause nochmal zu den Erfahrungswerten. Kontext ist ja, ich versuche irgendjemanden zu finden, der mich bezahlt. Überraschend schwer. Nicht deswegen, weil ich zu dumm bin, sondern weil niemand mich bezahlt, weil er kein Geld hat. Das haben wir schon alles durchgekaut. So, ich versuche es nochmal kurz zu recappen, damit wir auch alle auf demselben Punkt sind. Wenn ihr morgens zur Arbeit geht, geht ihr an euren Schreibtisch. Der ist in der Regel geputzt, die Klos sind geputzt. Und danach arbeitet ihr Arbeit, die auf eurem Schreibtisch liegt, ab. Dafür werdet ihr am Ende des Tages bezahlt. Meine Situation ist die, ich komme morgens an meinen verdreckten Schreibtisch, mache den erstmal sauber, danach putze ich die Klos und danach ist mein Schreibtisch leer, aber es liegt immer noch keine Arbeit da. Und deswegen muss ich als allererstes mal Arbeit suchen, also Vertrieb betreiben. Und erst dann, wenn ich Arbeit gefunden habe und mich jemand für diese Arbeit bezahlt und ich die Arbeit erledigt habe und danach dann tatsächlich jemand für die erledigte Arbeit auch tatsächlich bezahlt hat, und danach das Finanzamt nach dem Ende des Jahres dann gesagt hat, das ist gut so, das übernehmen wir. Dann habe ich nach dem Einkommenssteuererklärung dann was verdient. So, aber was jetzt nicht so klar ist, warum ist dieser Part mit so ganz klein Vertrieb machen so relevant? Ganz einfach, wenn ich am Tag 8 Stunden Vertrieb mache, muss ich, wenn ich an dem Tag jemanden gefunden habe, für den ich für den Tag einen Tag arbeiten darf, ja 16 Stunden arbeiten. Also 8 Stunden für Vertrieb und 8 Stunden für Programmieren. So, okay, das ist unattraktiv. Insbesondere dann, wenn man 8 Stunden lang telefoniert, um danach einen Auftrag für eine Stunde zu kriegen. Okay? Oder einen Auftrag für 8 Stunden, wo man 30 Euro bekommt. Dann nämlich passiert Folgendes, am nächsten Tag arbeitet man dann und bekommt für den Tag 30 Euro. Jetzt kommt aber der interessante Punkt. Für den Vertrieb wirst du nicht bezahlt als Selbstständiger. Wenn du als Vertriebler bei irgendeiner Werbegeschenkefirma arbeitest, hast du ein Grundgehalt plus Provision. Hast du 8 Stunden als Vertriebler gearbeitet, hast du 8 Stunden Geld verdient. Nicht viel, aber Geld verdient. Wenn ich 8 Stunden als Vertriebler arbeite, habe ich 0 verdient. Und danach, wenn ich dann einen Tag als Programmierer arbeite, muss ich mit dem Tag, den ich als Programmierer arbeite, den Tag, wo ich als Vertriebler gearbeitet habe, mittragen. Das heißt, wenn ich einen Tagessatz von 30 Euro habe, damit ich auch rauskomme ohne Rente und Arbeitslosenversicherung auf dem Niveau eines Tapetenkratzers auf Mindestlohn, muss ich am nächsten Tag, wenn ich einen Tag Vertrieb gemacht habe, für den einen Tag Vertrieb am zweiten Tag dann statt 30 Euro 60 Euro berechnen. Wenn man feststellt, dass man aber maximal 10 bis 15 Euro durchsetzen kann, hat man schon ein systemisches Problem, weil dann arbeitet man einen Tag umsonst und am nächsten Tag verdient man nichts und trägt mit den Kosten, an denen man arbeitet, nur die Kosten von dem Tag und nicht mal die Kosten von dem Tag, wo man Vertrieb gemacht hat. An der Stelle wird klar, ich muss herausfinden, wie kann ich möglichst schnell die Spreu und den Weizen trennen, wie kann ich möglichst schnell zum Abschluss kommen, und das geht am allereinfachsten, indem ich nicht mit den Leuten diskutiere, mit denen ich nicht zum Abschluss komme. Wie viel sind das denn? Üblicherweise hat man eine Quote, dass man 100 Leute anruft und danach hat man mit 4 einen Termin oder ein gutes Gespräch und von denen machen dann 1 bis 2 den Abschluss. Also ich muss praktisch 100 Leute anrufen oder 100 Kontakte aufnehmen und selbst wenn 4 Ausschreibungen sind, müsste ich selbst dann mit den 4 Ausschreibungen noch telefonieren. Gut, dann ist aber die Frage, wie viele Leute telefonieren denn noch mit diesen 4 Ausschreibungen? Auf Twago kann ich es dir sagen, 45. Da melden sich so 20 bis 45 auf eine Ausschreibung, braucht jemand für WordPress. Deswegen will ich das nicht machen. An der Stelle erkennt man dann schon, wenn sich 45 Leute auf die Anzeige melden, will ich es kurz vergleichen. Angenommen, du kommst morgens zur Arbeit, dein Chef sagt, es muss Arbeit gemacht werden. Dann sagst du, prima. Ja, damit, ja, Moment, das sind noch 45 andere Leute hinter dir, die wollen die Arbeit auch machen. Sag mir mal deinen Lohn, den du heute verdienen möchtest. Dann sagst du, wie? Naja, die da hinten, der Typ, der hat 3 Euro die Stunde gesagt. Ja, wie, davon kann ich nicht leben. Ja, gut, dann der Nächste. Okay? 45 Mal musst du erklären, 45 Mal, du musst 45 Leute ausstechen. Das musst du, und dann muss noch nicht geklärt, ob der Kunde überhaupt bezahlen will. Also möglichst schnell herausfinden,
So, und da habe ich ja schon ein paar Sachen genannt, ein paar Fragen, die man stellen kann, ist man ganz, ganz schnell schon durch und erkennt, ob der Kunde überhaupt ein Kunde ist oder einfach nur ein Luftdurchlauferhitzer. Das funktioniert so, die erste Frage ist immer, haben Sie ein Budget? Ein Geschäftsmann, der sich nicht vorher Gedanken gemacht hat, was er für etwas ausgeben will, hat erstens sich den Markt nicht angeschaut, zweitens sich nicht mal angeschaut, was er überhaupt braucht, drittens hat noch nie bei irgendjemand anderen angerufen und viertens wird aus allen Wolken fallen, wenn du ihm einen Betrag nimmst, mit dem du auch nur ansatzweise leben könntest. Das ist alles zu teuer. Üblicherweise ist diese Kategorie Leute schon durch, wenn du einen Preis nennst, der so hoch ist, dass du deine Kosten deckst und nichts verdienst. Also einen Tag arbeiten, nichts verdienen, immer noch zu teuer. So. Also kein Budget, nie Gedanken drüber gemacht, Abflug. So, zweiter Punkt war ja, was ist Ihr Preis? Jemand, der von dir eine Leistung will, wo du argumentieren kannst über deine Leistung, fragt als allererstes nach deinen Referenzen, weil er möchte deine Leistung beurteilen, weil er ein gutes Produkt haben möchte, das er gut verkaufen kann, sodass er gut Geld verdienen kann, sodass er damit leben kann und auch dich bezahlen. Diejenigen, mit denen du kein Geld machen kannst, das sind diejenigen, die nach deinem Preis fragen, weil die interessiert die Leistung nicht. Die interessiert nur, wie billig bist du. Ob es gut ist oder nicht, ist völlig egal. Ob es funktioniert oder nicht, ist völlig egal. Es ist nur wichtig, wie billig bist du. Mit denen kannst du kein Geld verdienen. Weil jemand, der wegen 300 Euro anfängt, schon Panikattacken zu kriegen, für den brauchst du nicht ein Uber-Portal nachbauen. Das meine ich ernst. Steht in der Stellenausschreibung Twago, so Größenordnung, 300 Euro hat er eingezahlt auf das Treuhandkonto. Und dann hier ist der Link zu Uber. Sowas brauche ich. Also Uber, diese weltweites Taxiunternehmen, ja. Also Uber, 4 Millionen, 40 Millionen, Millionen in den letzten Jahren da reingepumpt in ihr Unternehmen, in die IT-Infrastruktur. Und der Kunde hätte das gern für 300, 400 Euro nachgebaut. Okay, da brauche ich keinen Stundensatz schreiben, ist egal. Egal, welchen Stundensatz ich hineinschreiben werde, egal. So, also das ist auch eine wichtige Frage. So, aber dann kommt eine der nächsten Punkte, die ich jetzt nochmal gelernt habe, auf die harte Tour. Und zwar geht es um nur Kunden. Was meint das? Ein Nur-Kunde ist ein Beta-Kunde, ein Kunde, der nichts auf dem Lappen hat. Ein Kunde, der ein schlechtes Selbstwertgefühl hat und sich nicht positionieren kann. Ein Kunde, der Angst hat, Kunde, Quatsch. Ein Luftdurchlauferhitzer, der Angst hat, sich zu positionieren. Warum und wieso? Wie kommst du denn darauf? Okay. Nur Kunden haben immer sehr, sehr einfache Stellenausschreibungen. Ich brauche nur ein Skript, das eine Datei auf dem Server auflädt. Siehst du diese Ausschreibung, schreibst hin. Das habe ich letztens gerade genauso gemacht. Kein Problem, kriege ich hin. Bin hier Mann, 20 Jahre Erfahrung. Super. Kommt auch ein Anruf, klar. Ja, wir brauchen da ein Skript, das auf den Server aufgeladen wird. Ja, super, okay. Das soll so funktionieren. Wir drucken das im Word aus und danach wird es auf den Server aufgeladen. Ab, Moment. Sie brauchen einen Druckertreiber, der danach auflädt. Kurze Rückfrage. Word Android, Word iOS, Word Apple, Macintosh irgendwas, was die da jetzt heute haben, keine Ahnung. Ja. Seid froh, dass ich nicht Apple 2e sage. Und Windows, also 4 Druckertreiber, C+, für 30 Euro. Ja, wie? Naja, dann geben Sie das mal an einen C++-Experten von der Agentur raus und der wird Ihnen dann mindestens mal in 1 bis 2 Tagen so ein Ding bauen. Dann kostet jeder Druckertreiber 1.000, 1.200 Euro vielleicht. Und dann nehmen Sie das mal 4 und dann sind Sie, wenn Sie einen Rabatt kriegen, wahrscheinlich immer noch in der Größenordnung 4.000, 5.000 Euro. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ist das so? Das ist wahrscheinlich nicht Ihre Größenordnung, was Sie jetzt erwartet haben, als Sie nur ein Skript zum Aufladen ausgeschrieben haben. Ich mache Ihnen mal ein alternatives Angebot, damit Sie verstehen. Gut, nächste Frage. Wo wird denn das jetzt hingeladen? Ja, wie? Sie wollen doch ein Skript auf den Server aufladen. Ja, klar. Ja, haben Sie diesen Server schon? Nein. Okay, also Sie brauchen also nicht nur ein Skript, das auf den Server auflädt, sondern Sie brauchen auch einen Server, auf den aufgeladen wird. Meine Frage, was wollen Sie denn eigentlich haben? Ja, wir brauchen was, damit das Ding in die PDFs reinschaut und dann die Seiten zählt und danach guckt, ob es Farbe oder nicht, damit wir das bei uns sortieren können. Aha, okay, das ist aber jetzt nicht nur ein Skript auf den Server aufgeladen. Nicht nur, okay? Okay, also Sie brauchen ein Skript, Sie brauchen einen Server, Sie brauchen ein Backend, das da reinguckt. Ist das dann nur so okay? Naja, wir würden ganz gerne noch die Rechnungen daraus schreiben können.
Aha, okay, also ist nur dann auch noch eine Administrationslounge, wo Sie dann angezeigt bekommen, die und die Aufträge sind drin, mit denen den Sachen, die so und so viel kosten und vielleicht auch noch so und so der Kunde, dass Sie den direkt bei Ihnen Ihrer Faktura dann raussuchen können. Ja, ja, sowas wäre gut. Okay, mal kurze Frage, jetzt wie soll denn der Skript jetzt die Sachen da aufladen? Wo läuft denn das Skript? Ja, ja, das läuft dann beim Kunden. Ja, Moment, auf dem Handy. Ja, Moment. Wie kommt denn das Skript auf das Handy? Ja, weiß nicht. Ja, okay, ich mache Ihnen mal ein Angebot, das funktioniert. Wir bauen eine klitzekleine Webseite für den Kunden, auf der er das PDF aufladen kann. Dort seine Daten eingeben kann, dass Sie das verknüpfen können nachher mit der Faktura und dass der auch schon mal so irgendeine Intuition bekommt, was es dann nachher kostet. Oder vielleicht auch ein Termin, was abgeholt wird. Oder irgendwie sowas. Aber grundsätzlich einfach nur mal eine Webseite, wo was aufgeladen werden kann. Okay? So. Ah ja, ja, ja. Können wir dann auch noch eine App haben? Ich sage, ja, die können Sie gerne haben. Dann setzen Sie noch 1 bis 2 Tage an der App. Dann gehen Sie zur Agentur. Da sind Sie auch nochmal 1200 oder 800 Euro los. Wir wollten aber eigentlich irgendwie näher in die Richtung 30 kommen. Ja? So, an der Stelle vielleicht mal noch eine kurze Zwischenfrage. Wir reden jetzt schon über einen Druckertreiber, den wir schon ausgeschlossen haben. Okay, da reden wir nicht mehr drüber. Wir reden jetzt aber schon über eine Webseite mit Frontend. Wir reden für Sie ein Backend. Wir reden jetzt über eine App. Und wir reden darüber, dass irgendwie die Sachen jetzt noch gedruckt werden sollen. Wie machen Sie denn das? Naja, wir haben da so Netzwerkdrucker. Ah ja, okay, wollen Sie das dann runterladen von der Webseite, wenn es dann aufgeladen wurde? Ja, nee, das ist zu kompliziert. Wir hätten die ganz gerne alle im Verzeichnis. Ah, okay, dann mache ich Ihnen auch einen klugen Vorschlag. Schauen Sie mal, da ist eine kostenlose Software für FTP. SFTP macht die auch. Ich konfiguriere Ihnen auf der Webseite einen SFTP-Server. Der wird vom Backend angesprochen. Der bekommt dann alles da reingelegt. Und Sie können dann, ja, können Sie denn auch noch ein Benamungs... Ja, klar, kann ich Ihnen auch noch die Namen so machen, dass alles für Sie klar ersichtlich ist, was wo bei Ihnen. Und dann können Sie mit Ihrer SFTP-Software alles vom FTP runterziehen und bei sich dann in Ihre Netzwerklaufwerke reinkopieren, ganz zu Ihrer Zufriedenheit. Ist das was? Ja. Super, ja, das wäre das. Okay, super, kurz. Nochmal kurz dann zur Frage mit dem Server. Sie haben ja noch keinen Server. Ihnen ist bewusst, dass wenn Sie noch keinen Server haben, Sie aber ein Backend, ein Frontend und einen FTP-Server haben wollen, Sie auch einen Server haben wollen. Ihnen ist schon klar, dass Sie dann auch einen haben müssen. Ja, schon. Haben Sie sich mal darüber Gedanken gemacht, was Ihnen da vorschwebt? Ja, nein. Okay, wie machen Sie das jetzt eigentlich die ganze Zeit? Wissen Sie, ich habe vor 10 Jahren bei Vistaprint mir mal eine Flyer bestellt, da war eine komplette Software online schon im Web, die mit dem Flyer komplett konfiguriert hat und alles fertig gemacht hat. Wie machen Sie denn das? Wie lange sind Sie denn eigentlich am Start? Ja, ja, schon seit 20 Jahren. Ich dachte, okay, gut, nee, wie machen Sie das? Einfach nur aus akademischem Interesse. Ja, die Leute schicken uns das per E-Mail zu. Also, kurze Rückfrage, so wie 1999? Ah ja, schon. Der Kunde hat in 20 Jahren nicht ein einziges Mal überlegt, sich der aktuellen Entwicklung anzupassen. Mit anderen Worten, der Kunde hat gerade das Problem, dass der innerhalb von 20 Jahren jegliche Innovation verschlafen hat. Die Aufgabenstellung ist jetzt für mich als Serviceanbieter, für den Preis eines nur Skriptes, das auflädt, für 30 Euro, ihm seine komplette IT-Infrastruktur aufzubauen, die er in den letzten 20 Jahren verpennt hat. So, habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich habe Ihnen einen sehr guten Vorschlag zu machen. Sie können sich einen Server für 5 Euro holen, das passt. Auf dem kann ich schlecht administrieren, deswegen wird es teurer. Sie können aber auch viel Geld sparen, weil ich koste 30 bis 50 Euro die Stunde und der Server kostet 10 Euro. Und auf dem bin ich schnell und für den auf 5 bezahlen Sie mehr. Mindestens das Doppelte für die ganze Akku. So, hier ist der Anbieter Bla, das kostet die 10 Euro, der hat keine Zertifikate drauf, aber das reicht erstmal für den Anfang, um damit Sie überhaupt herausprobieren können, ob das für Sie was ist, ob das für Sie so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Später können Sie immer noch upgraden, dann kostet er 20, aber am Anfang reicht auf jeden Fall mal nur 100%ig 10 Euro im Monat, sind Sie durch. Perfekt. So, also aus dem nur, ich brauche nur ein Skript, das auf den Server und kommt jetzt auch noch hinzu, der Kunde muss jetzt auch noch 10 Euro im Monat bezahlen, um seine Infrastruktur zu betreiben, mit der er mit den Kunden sein Geld verdienen will. 10 Euro. Da hat man schon so gemerkt, dass er wirklich sehr unentspannt wurde. So.
Und dann haben wir noch rumgemacht, da können Sie noch dies und jenes machen, aber klar kann ich das. Okay, mal Butter bei die Fische. Wir sind jetzt hier auf dem Ding von Arbeitsaufwand 3 bis 4 Tage. Selbst bei einem gemäßigten Tagessatz, von dem ich nicht wirklich gut leben kann, reden wir jetzt schon über 1200 Euro. Okay. Ich sehe schon, Sie sind unentspannt. Was ist denn Ihr Budget? Ihr seht schon die Frage, ich beherrsche sie. Ist nicht kompliziert, was ist Ihr Budget? 4 Worte des Grauens für den Kunden. Ja, da haben wir uns noch keine Gedanken drüber gemacht. Na gut, Sie wissen doch, was Sie mit dem Ding wollen. Sie wollen damit Ihre Umsätze generieren. Wie viel wollen Sie damit generieren? Ich sage es Ihnen gleich, wenn Sie 5 Euro darauf rechnen, auf den Betrieb der Software und die Einrichtung auf die nächsten 2 bis 3 Jahre, rechnen Sie es durch. Ich muss Ihnen doch nach 20 Jahren Selbstständigkeit und Gewerbebetrieb nicht vorrechnen, wie man IT-Infrastruktur einkalkuliert oder generell Betriebsmittel. Sie haben ja auch Drucker da stehen. Ja, schon. Ja gut, dann werden Sie auch in der Lage sein, wenn Sie einen Drucker für 10.000, 15.000 Euro kalkulieren, dann werden Sie auch noch in der Lage sein, einen Server für 10 zu kalkulieren. Sagen Sie mir doch Ihr Budget. Ja, wer weiß ich nicht. Also Sie werden doch jetzt irgendwie, als Sie gedacht haben, ich schreibe hier eine Anzeige aus, sich überlegt haben, ich muss dafür auch bezahlen und das ist mein Preis, den ich zahlen will. Naja, so 300 Euro. So, also mit anderen Worten, wenn ich den Auftrag annehme, arbeite ich ungefähr 3 bis 4 Tage. Und in der gesamten Zeit verdiene ich so viel, dass ich die Kosten von der ganzen Nummer gedeckt kriege, aber ich arbeite für nichts und habe kein Geld verdient. Okay? So, dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich bin ja ein Adler. Ich löse ja Probleme. Also der Kunde hat 20 Jahre lang die Entwicklung des Internets verschlafen, lebt noch in seiner E-Mail-Dornröschen-Welt. Er kann nicht kalkulieren, seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse sind gleich null. Aber er hat einen Adler getroffen und deswegen das Problem löse ich ihm. Passen Sie auf, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Da können Sie nicht Nein sagen zu. Ich werde Ihnen all das, was wir besprochen jetzt hier haben, einrichten. Und ich verlange von Ihnen nur eins. Ja, was denn? Zeit bis Ende Mai. Ich gehe nämlich hin und werde die Entwicklungszeit strecken und insbesondere dann durchführen, wenn ich keine anderen Aufträge habe. Das heißt, ich degradiere das Ganze runter zu einem Spaß-Hobby-Projekt. Deswegen kann ich da auch, wenn es sein muss, ein bisschen mehr Zeit drauf geben, weil ich möchte das Projekt für Sie durchführen und Sie glücklich machen. Das heißt, Sie bekommen die Leistung von 3-4 Tagen von 1200 Euro vom Preis von 300 Euro. Ja. So. Nächster Schritt. Ich habe ja den Preis jetzt des Kunden genannt, den der Kunde sich wünscht. Nächster Schritt, jetzt aber mal Butter bei den Fische, closen, ja, Abschluss. Wir haben Ihre Bedürfnisse genau analysiert. Ich habe für Sie die optimale Lösung, mit der Sie super glücklich sind, gefunden. Ich habe jeden Ihrer Wünsche in meine Planung mit aufgenommen und habe für Sie einen Preis gefunden, der absolute Killer ist, weil ich daran keinen Euro verdienen werde. Sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir gemeinsam miteinander Geschäfte machen können? Ja, wie? Naja, die Sache ist ja die. Sie wollen was? Ich habe Ihnen die Lösung geliefert. Ich habe Ihnen meinen Preis genannt. Der ist der Preis, den Sie haben wollen. Können wir jetzt verbindlich sagen, ja. Ja, dann können Sie das auch noch alles zusammenschreiben. Selbstverständlich gehört zu meiner Leistung eine vorzügliche Projektdokumentation, die sowohl die Verantwortlichkeiten aller Beteiligten regelt, als auch einen klaren Zustand des Projektes in seinem Ablauf dokumentiert, als auch nachfolgenden Entwicklern es ermöglicht, in einem angemessenen Zeitrahmen für sie tätig zu werden, weil eine Dokumentation erfolgt ist. Alles drin. Ja. Schicken Sie mir einfach über eBay Kleinanzeigen Ihre E-Mail-Adresse rüber. Ich schicke Ihnen dann gerne die Dokumentation zu. Ja, werde ich dann so machen. So, und warum habe ich das so gemacht? Naja, weil von vornherein klar war, ich habe ihm das nicht bezahlt. Ich war so unverschämt zu sagen, ich mache dir es umsonst. Ich habe dir das Top-Angebot gemacht und ich mache dir den Preis, den du mir gesagt hast. Ich habe nicht gesagt, und wissen Sie was, ich leg noch drauf. Das war nämlich ein Beta. Ein Beta kann nie Wert geben. Er kann nicht zahlen, er hat nichts. So, und deswegen war klar, das war wieder eine, dann schicken Sie mal was vorbei Geschichte. Wir waren aber schon durch die Beratung durch. Wir waren am Anfang mit der Beratung, haben die komplette Lösung bereits schon am Telefon erarbeitet. Wir waren durch die Beratung schon durch. Okay? Aber
Ein Beta kann sich nicht entscheiden. Ein Beta kann nie sagen ja, ein Beta kann nie sagen nein. Ein Beta kann nur sagen, vielleicht, mal schauen, ich weiß nicht. Oder wenn er Ablehnungen begründen muss, kann er nie sagen, ich will nicht, sondern ich muss, also induziert durch einen externen Stimulus, der Verantwortung vom Beta abnimmt. In diesem Fall hat der Beta die Schicken Sie mir mal was zu Karte gezogen, damit er die Entscheidung nicht treffen muss. So, jetzt aber der Punkt. Wie viel Zeit möchtest du investieren, um nichts zu verdienen? In diesem Fall war ich bereit, eine Stunde für die komplette Erarbeitung der Lösung des Kunden zu investieren. Und danach hätte ich noch mal eine Stunde investieren sollen, um die gesamte Projektdokumentation zu erstellen. Und das hätte ich getan, natürlich, wenn er gesagt hätte, Herr Knörr, Deal, Ihr Angebot hat mich überzeugt. Wir haben eine Lösung für meine Probleme gefunden. Sie haben mich in der Lösung von vorne bis hinten begleitet und an der Hand genommen und haben mir geholfen, meine Lösung zu finden. Sie haben was drauf. Und dass Sie uns das für 300 statt für 1200 Euro machen wollen, das ist geil, das kriegen wir nirgendwo nochmal sonst. Herr Knörr, wir sind im Geschäft. Dazu hätte er aber Alpha sein müssen. Dazu hätte er sagen müssen, ja. Und ein Beta kann nicht sagen, ja, das geht nicht. So, also, ich habe gleich gewusst, so, vergiss es. Da könnte ich noch 2-3 Stunden dran rumquatschen. Aber mehr als eine Stunde in die Akquise von einem Job, an dem ich nichts verdiene, bin ich nicht bereit zu investieren. Das sage ich ganz klipp und klar. Weil nochmal, wenn ich 10 von den Telefonaten am Tag führe, arbeite ich 10 Stunden in der Akquise im Vertrieb mit dem Ergebnis 0 Euro, wenn ich alle Aufträge kriege. Okay? Jetzt mal angenommen, ich habe am Tag 10 Leute, die so sind, denen ich 10 Leuten für 300 Euro 4 Tage arbeiten muss, dann arbeite ich 40 Tage. Und habe nichts verdient. Das macht keinen Sinn. So, und woran konnte man jetzt konkret an diesem Alpha schon in der ersten Minute des Lesens der Ausschreibung erkennen, dass dieser Beta nie ein Ja sagen wird? Ganz einfach, er hat das Wort nur verwendet. Ein Alpha würde nie sagen nur. Warum das? Ein Alpha möchte seine Probleme gelöst bekommen und deswegen wird er immer sagen, was sein Problem ist. Wenn er Auslassungen vornimmt, wird sein Problem ja nicht gelöst. Das heißt, ein Alpha käme nie auf die Idee zu sagen, ich brauche eine komplette Infrastruktur für mein Unternehmen, lass uns mal jemanden suchen, der bereit ist, das zu machen, indem ich ausschreibe, nur ein Skript zum Upload. Darauf käme kein geistig normaler Mensch, der irgendwann mal gelernt hat, dass man Menschen bezahlt. Ein Beta existiert natürlich nur im geistigen Korsett des Mangels. Wenn ich jetzt hinschreibe, was wir alles brauchen, dann kriegen wir ein Angebot, das wir nie bezahlen können. Deswegen machen wir ein Angebot, das nicht das beinhaltet, was wir brauchen, in der Hoffnung, dass der Dienstleister blöd genug ist, uns das alles zu machen, was wir brauchen, zum Preis von dem, was wir nur gesagt haben. Okay? Also wir spielen dem Dienstleister eine geringere Menge der Arbeit vor, lassen uns dann durch den gesamten Prozess begleiten und am Ende sagen wir, ja Moment, wir haben doch nur ein Skript zum Upload gebraucht. Das kostet doch nur 30 Euro. Nachdem wir jetzt hier alles durchgegangen sind und sie uns all das implementieren, was wir haben wollen, wieso auf einmal wollen sie 1200 Euro und dann noch nur 300? Wir wollten 30 zahlen. Ich hätte den Auftrag gekriegt, wenn ich bereit gewesen wäre, 4 Tage lang die komplette IT-Infrastruktur dieses Kunden hochzuziehen für 30 Euro. Das sind nur Kunden. Nach außen hin den Eindruck erwecken, es ist nur sehr wenig zu tun, damit nur sehr wenig aufs Angebot draufkommt an Preis, um nachher die volle Leistung zu fordern, weil man hat ja nur das gewollt und ist dann völlig unschuldig, wenn der Anbieter auf einmal sagt, ja Moment, wenn Sie eine Datei auf einen Server aufladen wollen, brauchen Sie aber auch noch einen Server. Ich meine, schau mal, da ist doch der Anbieter, ist doch der Serviceanbieter schuld. Ich bin doch schuld, weil ich bin hingegangen und habe ihm gesagt, pass mal auf, wir können nur auf den Server aufladen, wenn wir einen Server haben. Ich bin schuld, wenn es auf einmal heißt, hey, das kostet noch 10 Euro im Monat für den Server. Der Kunde ist völlig unschuldig. Der wollte doch nur ein Skript, das etwas auf den Server auflädt.
So, das sind nur Kunden. Aber das kann doch nicht, das ist doch ein Einzelfall. Nein, das ist kein Einzelfall. Den fetten Burnout, Story 2, noch ganz kurz. Den fetten Burnout vom letzten Jahr im Oktober habe ich mir zugezogen, weil ich einen anderen Nur-Kunden hatte. Das Fiese an der Geschichte war, ich war noch nicht auf Nur-Kunden geprimed. Und ich habe das Angebot angenommen. Die Struktur war, ein Kunde hat bei einer Agentur angefragt und die Agentur hat gesagt, wir wollen das outsourcen. Es ging um mich, ich habe mit einer Agentur Gespräche geführt schon, coole Vibes, also war sehr angetan von dem Typen, der war echt nicht dumm, echt gut. So, und dann war die Idee, wir müssen irgendein Projekt finden, mit dem wir was Kleines machen, wo wir das ausprobieren können, wie funktioniert das jetzt mit der Zusammenarbeit von uns beiden. So, dann kam dieses kleine Projekt. Ein Projekt, wo es nur darum ging, HTML und CSS anzupassen, also die Gestaltung. Okay? Es ging um so ein kleines Tool auf einer Webseite, die einen Entscheidungsprozess für ein Produkt durchläuft. Da habe ich gesagt, okay, wie sieht's denn aus, wie lange dauert das dann? Naja, wir haben so 5 Tage, berechnen wir. Ich habe gesagt, okay, wann ist Abgabe? Naja, so waren so 2 Wochen Zeit. Ich dachte so, ist gut an. Aber ich möchte vorher den Quellcode sehen. Ja, wie? Ich sage nur zu etwas Ja, wenn ich weiß, wozu ich Ja sage. Ich möchte vorher in den Quellcode reingucken. So, ah ja, okay. So. Alle Papiere, NDAs klar gemacht. Sah gut aus. So, dann kam dann der Kunde natürlich erstmal zu spät. Mit seinem Zeug. Das heißt, erstmal hat alles 3-4 Tage später angefangen. Danach hat sich herausgestellt, und jetzt kam mein Fehler. Ich habe eine NDA unterschrieben und das war die Bedingung dafür, dass ich den Quellcode sehen darf. Alles in Ordnung. Problem ist nur, ich habe auch schon den Servicevertrag unterschrieben, bevor ich den Quellcode gesehen habe. Der war nämlich an der NDA zusammen. Ich habe halt so ein gutes Gefühl bei der Agentur gehabt, dass ich gedacht habe, okay, da kann ja nichts schief gehen. Ja? So. Problem an der Sache, das war, nachdem ich mir das angeschaut habe, erstmal so, oh Moment, das ist nicht nur HTML, das ist nicht nur CSS, das ist auch noch ein 3000 Zeilen langes, proprietäres, nicht dokumentiertes, über Jahre von allen möglichen Leuten zusammengefrickeltes JavaScript-Framework, das im Hintergrund das Ding komplett treibt. Ja, okay, halt, ja, ja, wir haben jetzt eine Auftrag aber angenommen. Mach's dann trotzdem. Und da war mein Fehler. Dann habe ich gesagt, ja. Warum habe ich den Fehler begangen? 2 Gründe. Erstens, ich habe einen Werkvertrag unterschrieben. Ich habe unterschrieben, ich mache das. Mein Fehler Nummer 2 war, ich wollte tatsächlich, nachdem ich gesehen habe, ich wollte es ausprobieren mit dem Anbieter. Ach so, Preisverhandlungen für dieses Projekt, ratet mal, wie die liefen. Also ihr müsst noch verstehen, die Agentur gibt es ja an mich weiter. Das heißt, ich bin da als Subunternehmer tätig. Das heißt, die geben mir halt einen Betrag X, müssen da noch was draufschlagen. Und sie kriegen natürlich auch nur den Job, wenn sie die billigsten sind, ist ja klar. Ne? So, auf jeden Fall war die Frage nach dem, was kostet es denn? Ich habe gesagt, okay, wie lange wollen wir den Kunden berechnen? Naja, ungefähr eine Woche, 6 Tage so in den Dreh. Ich habe gesagt, alles klar, okay, wenn ich eine Woche arbeite, brauche ich 1500 Euro, damit ich irgendwas dabei verdiene. Hat er gesagt, ja, das ist aber ziemlich viel Geld. Ich da so, ja gut, was soll ich machen? Ich abends noch Schwänze blasen gehen. Ja, ja, okay, 1300. Und ich sagte, okay, da verdiene ich aber nicht wirklich viel Geld, da komme ich nicht auf Mindestlohn. Und weißt du was? Lass uns das für das mal machen. So. Gut, also ich habe schon gleich zugesagt, dass ich weit unter Mindestlohn rauskomme für die Geschichte. Für eine Woche Arbeit. Unter Mindestlohn. Unter der Bedingung, dass es nur HTML und CSS ist. Was dann schon nicht gestimmt hat. So, also eigentlich, so, was ist das Problem? Naja, wenn du ein komplettes undokumentiertes JavaScript-Framework unten drunter hast, musst du dich einarbeiten. Wenn die Geschäftslogik auf dem Ding rumklickt und rumschaltet und du willst was daran ändern, musst du wissen, wie du es änderst. So, findest du es nicht, Fun Fact, dann durchsuchst du bis zu 3000 Zeilen Code. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, du hast es gefunden. Zweitens, du hast es nicht gefunden und es existiert nicht. Drittens,
Du hast es nicht gefunden, aber es existiert und du hast es nur übersehen. Return. Nochmal 3000 Zellen durch. Viel Erfolg. Zumindest mal so die ersten 2-3 Tage, bis du alles dann gefunden hast. So. Also ich habe den ersten Tag nur damit verbracht, das JavaScript-Framework komplett reverse zu engineeren und zu gucken, wie das funktioniert. Ich will mal zum Beispiel so, noch zum CSS. Nur CSS anpassen hat letztendlich bedeutet, nimm 6000 Zeilen CSS von der einen Webseite, nimm 3000 Zeilen CSS von der anderen Webseite und verheirate die so, dass die miteinander klarkommen. Alles klar, kein Problem, weil das war ja, da will ich nicht meckern, weil das war ja Teil des Auftrags. Das nehme ich auf meine Kappe, das war okay. Zwar, ich habe nie gefragt, wie viel CSS ist es denn? Mein Fehler. Gut, so, aber ein kurzes Beispiel, was dann so bei passieren kann. Wenn du die Reihenfolge der Produkte änderst, gibt es eine einfache Art und Weise, eine einfache, wie ein Informatiker das macht. Du nimmst ein Produkt, nimmst die Reihenfolge, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, tust das zusammen als Konstrukt in deiner Sprache und wenn du schreibst noch drüber Reihenfolge der Produkte in der Darstellung. Danach weiß jeder, der nach dir kommt. Die Reihenfolge der Produkte in der Darstellung steht an der Stelle, wo drüber steht Reihenfolge der Produkte in der Darstellung, in der Variable, in der Reihung Reihenfolge der Produkte in der Darstellung. Das ist nicht kompliziert, okay? Dann versteht das jeder Vollidiot. Dazu muss man aber eine Informatikausbildung in der Universität haben, um das zu verstehen. Es geht auch viel besser. Du kannst auch hingehen, das erste Produkt, das du hinzufügst, kannst du, weil es ja ähnlich ist wie das andere, anstatt nochmal hinzuzufügen, einfach an jeder Stelle, wo du es darstellst, manuell gedoppelt irgendwie nochmal reinschreiben, aber nie an der Stelle, wo du tatsächlich die Produkte definierst. Die erste Folge war dann, es war ein Produkt da, das bei den Produkten gar nicht da war. Wenn du jetzt die Reihenfolge der Produkte ändern willst mit einem Produkt, das nicht bei den Produkten ist und eigentlich nicht existiert, dazu musst du das JavaScript-Framework komplett auseinandergenommen haben, unterstanden haben, dass das so einfach gemacht wurde. So, letztendlich hat sich herausgestellt, die Reihenfolge verlief so. Reihenfolge der Angabe der Produkte in der Datei, bei der Definition, plus Reingefuddel von dem anderen Produkt und danach per CSS gedreht. Auch hier, Reverse Engineering, das findest du raus. Da sitzt du aber mal eine Stunde bis zwei, um in diesen insgesamt 6000 Zeilen Code herauszufinden, wo und wie. Nochmal, nur HTML, nur CSS, nur 2 Stunden suchen, um herauszufinden, wie du die Produkte drehst. Okay, ihr erkennt auch schon, was passiert, wenn man nur Kunden bedient. Der Kunde kommt mit nur HTMLs und CSS. Auf einmal ist es ein komplettes JavaScript-Framework und nur CSS sind dann ungefähr 10.000 Zeilen CSS, die gecleant und sauber und gestreamlined werden und in dem man sich zurechtfinden muss, plus nochmal 6.000 Zeilen Code von 2.000, 3.000 fürs Framework und den Rest HTML-Gekrusche. Die komplette Geschäftslogik verstehen. Und dann natürlich, wenn du denkst, okay, wir haben jetzt 2 Wochen Zeit, kommt er erstmal 3 Tage zu spät. Und dann wird der Abgabetermin 3 Tage vorverlegt. Und der Kunde will noch 2, 3 Sachen mehr. Aber natürlich für einen Festpreis. Endergebnis war, unter den Bedingungen, das war nicht das, was ich zugesagt habe, das war nicht das, worauf ich mich committed habe, das war nicht das, was ich abgeschwätzt habe. Letztendlich hat der Agenturchef noch mitgearbeitet. Deswegen habe ich natürlich gesagt, ich nehme nicht das komplette Kohle. Aber letztendlich bin ich ungefähr ein Drittel unter dem, was ich als Preis angegeben habe. Also erstmal waren es ja 1500, davon 1300 und davon nochmal weniger. Auch nochmal, ich will es nicht sagen, wie viel. Dafür, dass ich statt einer Woche 2 Wochen gearbeitet habe. Also der Preis, den ich bekommen hätte für das Ding, wäre im Normalfall unter Mindestlohn gewesen. Ich habe für eine Woche dann noch wesentlich weniger unter Mindestlohn gekriegt, habe aber statt einer Woche 2 Wochen dafür gearbeitet. Okay? Das heißt, mein letztendlicher Stundenlohn war ungefähr 1 bis 2 Euro. Dafür habe ich 10 Jahre studiert. Das ist Freelancing. Das sind
Aufträge, die man für nur Kunden dann tatsächlich annimmt. So. Will man das? Nee, will man nicht. Das kann man nicht leben. Ihr fahrt morgens zur Arbeit nicht, um Geld dafür auszugeben, sondern um damit Geld zu verdienen. Entschuldigung, deinen Anspruch habe ich für mich auch. So, und deswegen, nur Kunden kommen am Anfang mit nur, gar, ist doch nicht so schlimm. Und dann auf einmal ist nur Bomb. Und dann können wir noch was dazu machen. Und ah ja, dann so, wir müssen leider schneller fertig werden. Das sind nur Kunden. Nur. So, und es ist verdammt wichtig, so früh wie möglich, bevor man sich eine Stunde telefonisch mit denen auseinandersetzt. Weil wie gesagt, 10 Kunden am Tag, die nur etwas wollen, aber nachher nicht bezahlen und nicht den Abschluss machen, oder wenn sie den Abschluss machen, dich so über den Tisch ziehen, dass du davon nicht leben kannst, führen dazu, dass du in den Bankrott gehst. Nur Kunden. Hatte ich im Tonstudio ja auch. Hier ist die neue Metallica. Kennt ihr ja schon das Beispiel? Hier ist die neue Metallica. 4 Millionen Dollar. Wir würden gerne nur 14 Songs einspielen und haben dafür ein Budget von nur 400 Euro und wollen das Ganze nur an einem Tag einspielen. Okay? Genau dasselbe. Das ist doch nur eine Aufnahme von... Wir spielen das doch nur ein. Warum sollen wir 4 Millionen Dollar bezahlen? Das können wir doch alles für 400 Mark machen. So, Beta-Kunden, die haben nichts auf dem Lappen. Kein Alpha würde einem Dienstleister, von dem man langfristig profitieren will, solche Aufträge zuschustern. Als Alpha will ich profitieren von meinen Dienstleistern. Und von denen profitiere ich nur dann, wenn sie auf ihrem Stuhl noch sitzen. Und das passiert nur dann, wenn sie so weit profitieren, dass sie noch auf dem Stuhl sitzen können, weil der Stuhl nicht unter der Brücke ist. Oder weil der Dienstleister an seinem Schreibtisch sitzen kann und nicht abends, während er eigentlich programmieren könnte für mich, irgendwo auf dem schwulen Parkplatz versucht, dem syrischen Flüchtling statt für 5 für 10 Euro die Kunden wegzublasen. Kein Alpha käme auf die Idee zu sagen, nur. Es ist, sobald jemand sagt nur, wirst du über den Tisch gezogen. Entweder wenn du ja sagst, wirst du über den Tisch gezogen, oder wenn du dich tatsächlich in irgendwelche Verkaufsveranstaltungen mit denen einlässt und noch tatsächlich mit denen diskutierst, kommst du nicht zum Abschluss und verschwendest deine Zeit und hast danach am Ende des Tages keine Möglichkeit, dich und deine Kosten zu decken, also dich zu ernähren, deine Kosten zu decken und davon, dass deine Kinder ihren Arsch nicht an der Wiese abwischen müssen, brauchen wir gar nicht reden. Nur Kunden. Ich warne im höchsten Maß davor, nur Kunden. Das Nur-Kunden-Prinzip. So, also, wenn ich schon kein Geld verdienen kann, dann brauche ich auch nicht eine Stunde darüber diskutieren mit jemandem. Ende aus. Keine, ich beantworte nie wieder Ausschreibungen zum Thema nur. Und sobald mir irgendjemand nur sagt, frage ich, und was hängt noch hinten dran? Ich habe was gelernt, es hat mich nur eine Stunde meines Lebens gekostet, das jetzt zu verstehen, plus 3 Monate kompletter Burnout. Muss man leider reinrechnen. Aber diesmal war ich schlau genug, mich nicht nochmal auf so eine Geschichte einzulassen. Weil ich nämlich ganz genau vorher gesagt habe, schicken Sie mir die E-Mail-Adresse, bevor ich Ihnen was schicke. Und ich habe nichts gemacht. Und in Zukunft bleibt so einfach ein Engagement mit solchen Kunden aus. Weil wie gesagt, in der Zeit kann ich was Besseres tun. Und wenn das Bessere bedeutet, dass ich mir auf Pornhub einen wichse, dann, im Unterschied zu einem Nur-Kunden, kommt bei Selbstbefriedigung wenigstens nachher etwas bei raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Patrick's Video. Tschüss.